2, Podcast 3, Glück. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast 3 im Level A2. Ich heiße Astrid, bin Deutschlehrerin und freue mich, dass ihr meinen Podcast angeklickt habt. Dieser Podcast, oder besser gesagt dieses Podcast-Video, hat als Zielgruppe alle Personen, die Deutsch lernen und mit Podcasts ihr Niveau verbessern möchten. Das Audio ist also für alle Deutschschüler, die Hörübungen in den Niveaus A1, A2 oder im B-Level suchen. Als ich mit meinem Podcast-Projekt angefangen habe, habe ich für meine Schüler produziert. Aber jetzt möchte ich mehr Menschen erreichen und ihnen helfen. Wenn ihr bei diesem Podcast 70-90% versteht, dann seid ihr hier genau richtig. Braucht ihr das Level A1 oder B1, dann sucht bitte auf YouTube nach meinen anderen Audioreihen, denn auch für diese Level mache ich Podcasts. Die Transkription zu diesem Audio könnt ihr kostenlos herunterladen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Hören! Das Thema dieses Podcasts ist Glück. Aber was ist denn Glück? Im Lexikon steht, Glück ist ein Gefühl. Wir wünschen uns etwas Materielles oder etwas Ideelles und wenn wir das bekommen, dann fühlen wir uns glücklich. Wir sind dann in Hochstimmung, wir fühlen uns gut. Glücksforscher sagen, dass Glück etwas Subjektives ist. Für jede Person ist Glück anders. Glück heißt nicht, dass alles perfekt ist. In dem heutigen Podcast möchte ich das Glück erforschen. Was ist Glück und was ist Glück in Corona-Zeiten? Was macht Menschen glücklich? Ich habe eine lange Liste mit Tipps zum Glücklichsein und ganz am Ende spreche ich noch über Dinge, die uns unglücklich machen. Alles klar? Also, auf geht's! Die Glücksforscher unterscheiden heute 2 Arten von Glück. Es gibt also 2 verschiedene Versionen von Glück. Das Zufallsglück und das Lebensglück. Wie der Name schon sagt, das Zufallsglück kommt zufällig. Das heißt, wir haben es nicht geplant. Es kommt plötzlich und unerwartet, ganz spontan. Es gibt viele Menschen, die denken, dass das Glück ein Zufall ist. Aber es gibt auch ein deutsches Sprichwort und in dem heißt es, jeder ist seines Glückes Schmied. Das bedeutet, jeder kann glücklich sein. Es liegt in der Hand von jeder einzelnen Person. Die zweite Art von Glück ist das Lebensglück. Das Glück im Leben. Es ist die Freude, wenn wir keine Sorgen haben und gesund sind, positive Personen bei uns sind, wir uns so richtig zu Hause und wohlfühlen. Die größten Glücksfaktoren sind Gesundheit, Beziehungen zu Personen, Tieren oder zur Natur, der Beruf und die Freiheit, also wenn man frei ist. Vielleicht kann man dem Glück ein bisschen helfen. Wir sollten über das Glück nachdenken, ganz speziell jetzt in Corona-Zeiten. Forscher haben herausgefunden, die Welt ist seit 2020 in einer Glückskrise. Grund für die Krise ist die Corona-Pandemie. Die Menschen machen sich Sorgen um die Familie und die Gesundheit. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Der permanente Lockdown und die Isolation sind nicht gut für die Psyche. Die Leute brauchen soziale Kontakte, sagt Hilke Bockmann, Soziologieprofessorin an der Jakobs-Universität in Bremen. Aber Forscher bringen nicht nur seriöse Fakten ans Tageslicht.
Auch verrückte Informationen haben Wissenschaftler zum Thema Glück zusammengetragen. Resultate, die die Menschen unterhalten, aber die man vielleicht nicht wirklich braucht. Wissenschaftler sagen, glückliche Menschen reden mehr als andere Menschen. Sie haben doppelt so viele intensive Gespräche wie unglückliche Personen. Okay, das hört sich eigentlich logisch an. Ich selbst kommuniziere auch mehr, wenn etwas Tolles passiert ist. Und bestimmt sind diese glücklichen Menschen aktiver als unglückliche. Das heißt, man hat auch immer etwas zu erzählen. Die Forscher sagen auch, das Glück ist infektiös. Man kann sich mit Glück infizieren. Nikolas Christakis von der Yale-Universität hat den Test gemacht. Er hat auf Facebook positive Statusmeldungen gepostet und hat im Durchschnitt, also im Mittel, 2 positive Statusmeldungen zurückbekommen. Eine weitere Behauptung von den Wissenschaftlern ist, Erinnerungen machen glücklich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit denke, dann bin ich glücklich. Wenn ich an meine Schule denke, dann fühle ich die Emotionen von früher. Forscher haben Fakten gefunden, dass positive Emotionen automatisch lange Zeit im Kopf bleiben. Die Erinnerungen bleiben im Langzeitgedächtnis. Und die Forscher sagen auch, wer positive Charakteristiken trainiert, ist glücklich. Willibald Ruch von der Universität Zürich hat das herausgefunden. Eine Person, die ihre starken Seiten trainiert, ist glücklicher. Ich habe gleich mal gegoogelt und ein Optimismus-Training gefunden. Enthusiasmus, Humor oder Dankbarkeit sind auch noch Alternativen. Weiterhin sagt man, Anerkennung macht glücklich. Das hat eine Studie vom Psychologen Cameron Anderson von der Universität von Kalifornien in Berkeley gezeigt. Es gab eine klare Relation zwischen der Akzeptanz von persönlichen Erfolgen und dem Glücksgefühl von Glück. Aber dieses Glück war sehr fragil. Forscher sagen auch, wenn man einer Person Glück wünscht, dann ist die Leistung dieser Person höher. Wenn ich also meinem Sohn viel Glück für einen Mathematiktest wünsche, dann hat er ein besseres Resultat. Interessant, interessant. Jetzt kommen wir zu den wichtigeren Informationen, denn Wissenschaftler können auch seriöse Fakten erforschen. Im Internet habe ich eine Grafik zum Thema Glück gefunden. Die Frage war, was macht einen Mensch glücklich? In der Grafik wurden 13 Punkte aufgelistet. Auf Platz Nummer 1 ist die Gesundheit, gefolgt von Partnerschaft und Familie. Von den 13 Kategorien kann man 5 einem sozialen Umfeld zuordnen. 5 von diesen 13 Punkten waren zwischenmenschliche Punkte. Ein Punkt war die Partnerschaft, ein anderer die Familie und dann waren da noch die Punkte Menschen, Kinder und Freunde. Diese Themen sind also bei den meisten von uns in der Hitliste des Glücklichseins. Es macht mich glücklich, dass ich das Wort Handy, Internet oder neue Medien nicht in der Liste finden kann. Meine Kinder hätten das bei dieser Umfrage vielleicht gesagt. Die UNO hat übrigens eine ganz andere Sicht auf das Glück. Die UNO hat gesagt, dass es für das Glück ganz bestimmte Bedingungen gibt, also ganz bestimmte Konditionen. Diese Bedingungen sind die Basis für das Glücklichsein. Die UNO sagt, dass Menschen glücklich sind, wenn sie 2500 Kalorien pro Tag bekommen. 2500 Kalorien ist bei uns in der westlichen Welt normal. Wenn ich nach den Stichwörtern 2500 Kalorien pro Tag google, dann finde ich nur Diätpläne. Ein Diätplan als Basis für das Glück? Ich glaube, dass das nur für wenige Menschen in der westlichen Welt gilt.
Als nächstes listet die UNO 100 Liter Wasser pro Tag auf. 100 Liter Wasser für jeden Menschen pro Tag. Auch das habe ich gegoogelt. In Deutschland liegt der Wasserverbrauch pro Kopf und Tag bei 125 Litern, Tendenz fallend. Jeder Deutsche braucht also jeden Tag 122 Liter. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das wenig. Nur Belgier sind noch sparsamer. Sparsam kommt von dem Wort sparen. Ich spare Geld für meinen nächsten Urlaub oder wenn ich ein anderes Auto kaufen möchte. Ja, also Belgier sind sparsam. Sie verbrauchen 120 Liter Wasser pro Kopf und Tag. Die Franzosen sind mit 156 Litern schon nicht mehr so sparsam und Spanier brauchen sogar 270 Liter Wasser pro Tag und Person. Wie ihr wisst, ich wohne in Dubai. Also habe ich nach dem Wasserverbrauch von den Vereinigten Arabischen Emiraten gesucht. Leider haben sich meine Vermutungen bestätigt. Es ist also korrekt, was ich schon gedacht habe. Der Wasserverbrauch ist viel höher als in Europa. Hier in Dubai brauchen wir pro Tag 500 Liter Trinkwasser. Oh mein Gott, 500 Liter, das ist wirklich viel. Naja, aber vielleicht kann man das auch nicht so eins zu eins vergleichen. Hier muss man seinen Garten jeden Tag Wasser geben. In Deutschland muss man das nicht. Aber viele arme Länder haben auch wenig Regen und in diesen Ländern sind 100 Liter Wasser für ein glückliches Leben genug. Auch das Wohnen ist bei der UNO ein Kriterium für das Glück. 6 Quadratmeter ist hier die magische Zahl. 6 Quadratmeter, das sind 2 Meter auf 3 Meter. Das ist definitiv nicht viel. Als ich ein Kind war, hatte meine Familie nur eine relativ kleine Wohnung. Wir hatten so 15 Quadratmeter pro Person. Aber man kann früher nicht mit dem heutigen Standard vergleichen. Ich habe auch hier nach einer Vergleichszahl im Internet gesucht. In Deutschland hat heute jede Person 47 Quadratmeter. Den nächsten Punkt in der Liste von der UNO hätte ich nicht erwartet. Hier steht, Menschen haben eine Basis für ihr Glück, wenn sie einen Platz zum Kochen haben. Also eine Küche. Naja, meine Küche ist nicht mein Lieblingszimmer, denn ich koche nicht sehr gern. Aber klar, sie ist wichtig. Wie fühlt es sich an, wenn man keinen Platz zum Kochen hat? Der letzte Punkt in der UNO-Liste ist für die Schule. 6 Jahre Schule macht Menschen glücklich. In Deutschland muss man 9 Jahre zur Schule gehen. Das heißt, 9 Jahre sind das absolute Minimum. Die meisten Kinder und Jugendlichen gehen viel länger in die Schule. Und für den Beruf sind es dann nochmal mehrere Jahre in der Berufsschule oder an der Universität. Okay, wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, die Basis für das Lebensglück ist sehr viel kleiner als der Standard in der westlichen Welt. Ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, es gibt das zufällige Glück und das Lebensglück. Den Zufall können wir nicht koordinieren, also konzentrieren wir uns ab sofort auf das Lebensglück. Das Glück im Leben. Hier ist meine lange Liste, meine Tipps für mehr Lebensglück. Was können wir persönlich in unserem täglichen Leben tun, um sofort glücklicher zu sein? Nummer 1. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Nomen von Danke. Es bedeutet, dass wir Danke sagen. Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel zum Glück und zur Zufriedenheit. Zufriedenheit heißt, dass ich in meiner Situation glücklich bin. Also, wenn wir Danke sagen, dann fokussieren wir uns nicht auf die Defizite im Leben. Nein, wir sehen das Gute.
Wir freuen uns über die aktuelle Situation. Wir sind glücklich mit dem, was wir schon haben und was für andere Menschen oft nicht alltäglich ist, was für andere Menschen oft keine Routine ist. Noch ein kleiner Tipp: Nicht vergessen, das Glück ist infektiös. Also nicht nur Danke denken, sagt Danke, sagt es laut, denn es macht andere Menschen glücklich. Zweitens, Achtsamkeit. Achtsamkeit kommt von dem Verb auf etwas achten und es bedeutet, dass uns eine Person oder ein Ding wichtig ist. Es ist mir nicht egal, was mit dieser Person oder dem Ding ist. Ich kümmere mich um diese Person. Hier in dieser Liste heißt Achtsamkeit, dass wir auch die kleinen Glücksmomente sehen. Die liebevolle Nachricht von meinem Partner, eine Tasse Kaffee auf meiner Terrasse, ein Spaziergang im Wald. Seid achtsam, dann findet ihr viele von diesen Glücksmomenten. Drittens, Hilfe. Helfen macht Spaß, ganz besonders, wenn man kein Geld für die Hilfe bekommt. Man hat einfach ein gutes Gefühl. In Deutschland, Österreich und ganz bestimmt auch in der Schweiz ist die Freiwilligenarbeit Teil der Kultur. Freiwillig heißt freier Wille, also auf Englisch free will. In Deutschland leitet praktisch immer ein unbezahlter Fußballtrainer das Training vom Kinderfußballteam. Und auch der Chor in der Kirche bekommt kein Geld. Was Menschen aus anderen Kulturen nicht so richtig verstehen können, ist in Deutschland ganz normal. Es gibt viele Vereine, die unbürokratische und kostenlose Hilfe anbieten. Aber es gibt auch Nachbarschaftshilfen, zum Beispiel, wenn die schwere Einkaufstasche von meiner Nachbarin in den zweiten Stock getragen wird. Oder wenn sich Leute online organisieren, weil in Corona-Zeiten alte Menschen nicht zum Supermarkt gehen können. Viertens, das Glückstagebuch. Wenn die ersten beiden Punkte in meiner Liste für euch nicht so leicht sind, dann kann bestimmt ein Glückstagebuch helfen. Ein Tagebuch ist ein Buch, in das ich etwas schreibe. Das Buch ist am Anfang ohne Wörter und Sätze. In ein Tagebuch schreibt man, was man an einem Tag gemacht hat. In ein Glückstagebuch schreibt ihr, was euch glücklich gemacht hat. Man kann viele glückliche Momente aufschreiben und man freut sich noch Jahre später, wenn man in dem Buch liest. Fünftens, die Macht der Gedanken. Macht heißt Energie. Es gibt mächtige Menschen, also Menschen mit Macht. Das sind oft die Präsidenten eines Landes, aber auch andere Menschen. Menschen, die jeder kennt oder Menschen, die mit viel Energie an ihren Projekten arbeiten. Unsere Gedanken, also das, was wir denken, hat auch eine große Macht. Wenn man permanent denkt, dass man etwas nicht schafft, dann schafft man es auch nicht. Und das funktioniert auch andersherum. Wer an sein Glück glaubt, hat Glück. Und wer hart arbeitet und an sich glaubt, hat ganz sicher über kurz oder lang Glück und Erfolg. Sechstens, Lächeln. So wie ein Smiley. Ein Smiley lächelt. Wir lächeln mit unserem Mund, wenn wir glücklich sind. Glückliche Menschen lächeln und lächelnde Menschen sind glücklich. Studien zeigen, auch ein künstliches Lächeln macht glücklich. Künstlich ist ein Adjektiv, es bedeutet nicht natürlich oder nicht echt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein künstliches Lächeln Glückshormone freigibt. Versteht ihr das Wort freigeben? Es ist ein Kompositer von dem Wort frei und geben. Wenn die Schule die letzte Stunde freigibt, dann dürfen die Kinder eine Stunde früher nach Hause. Sie können aus der Schule rausgehen, sie können die Schule verlassen.
Wenn der Körper also Glückshormone freigibt, dann sind die Hormone plötzlich in meinem Körper und der Mensch ist glücklich. Und das passiert auch bei einem künstlichen Lächeln. Also lächelt mal wieder, auch ohne Grund. Siebtens, Bewegung. Sich bewegen heißt nicht still sein. Beim Joggen bewege ich mich, aber auch die Autos auf der Straße bewegen sich. Sie sind in Bewegung. Nach einer Studie der Yale-Universität kann Bewegung spezielle Proteine freigeben. Diese Proteine senden Signale an unseren Kopf. Gehen wir bei Sonnenschein spazieren, dann gibt es einen starken Instant-Glückseffekt. Achtens, Natur. Die Natur hat einen beruhigenden Effekt. Sie macht uns ruhig, wenn wir uns im Wald oder in den Bergen auf die Natur konzentrieren. Dann haben wir keine Zeit, dass wir über Negatives nachdenken. Die Wärme von der Sonne auf unseren Armen, der Wind in unseren Haaren oder den guten Odor von Gras und Bäumen in der Nase, das alles macht uns glücklich, hier und jetzt. Neuntens, Kontakt. Auch der Kontakt mit anderen Menschen macht uns glücklich. Ich spreche aber hier nicht von einem Treffen im Café. Ich spreche von Hautkontakt. Kontakt von zwei Körperteilen, wie zum Beispiel bei einer Massage. Eine Umarmung bringt den Stresslevel nach unten. Eine Umarmung heißt, ich lege meinen Arm um eine andere Person. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich meine beste Freundin oder meine Mutter begrüße. Der Körper reagiert prompt. Wir kommen zur Ruhe und auch das Immunsystem wird gestärkt. Zehntens, Tanzen. Ich möchte tanzen vor Glück. Das ist nicht nur ein Slogan, das ist ein Fakt. Tanzen macht glücklich und intelligenter. Im Körper werden viele Stoffe freigegeben, die glücklich machen und unsere Laune heben. Der Tanzstil spielt hierbei keine Rolle. Wenn ihr also einen Glückskick braucht, dann hört eure Lieblingsmusik und tanzt. 11. Spontanität. Mit einem Plan kann man gut den Tag organisieren, aber Spontanität macht glücklich. Es sind die verrückten und spontanen Aktionen, die lang in unserem Kopf bleiben. Noch Jahre später erinnern wir uns mit einem Glücksgefühl an diesen Tag. Bei spontanen Aktionen sind wir frei und mutig, einfach durch und durch glücklich. 12. Singen. Ja, richtig. Auch Singen macht glücklich. Musik macht gute Laune und wenn wir mitsingen, dann ist der Effekt noch stärker. Singt laut im Auto oder unter der Dusche. Ihr profitiert und habt direkt Glücksgefühle. Sie senken den Stress und sie sind eine gute Prävention vor Depressionen. Singen in der Gruppe macht noch mehr Spaß. Gibt es in eurer Stadt vielleicht einen Freizeitchor? Nummer 13, Fehlerakzeptanz. Das Leben läuft nicht immer perfekt. Jeder Mensch hat mal Probleme oder eine Krise. Aber in solchen Situationen muss man aufstehen und nach vorne sehen. Eine Person, die sich über jeden Fehler ärgert und denkt, alles muss perfekt sein, kann nicht glücklich sein. Akzeptiert Fehler als das, was sie sind. Es sind Situationen, die uns helfen, damit ich etwas besser mache. Meine Persönlichkeit und mein Charakter können aus den Fehlern lernen und wachsen, also größer werden. 14. Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, wenn wir etwas Neues schaffen. Viele Menschen bleiben lieber in ihrer Komfortzone, aber diese Passivität bezahlen wir mit schlechter Laune. Unsere Psyche und unser Körper möchten neue Erfahrungen machen und aktiv sein. Wer im Kopf und Körper aktiv ist, ist glücklicher. Welche Herausforderung wir uns suchen, ist nicht so wichtig. Ihr könnt zum Beispiel eine neue Sprache lernen, einen Marathon planen oder euer Hobby zum Beruf machen.
Nummer 15, meditieren. 1000 Gedanken sind jeden Tag in unserem Kopf. Gedanken können inspirieren, aber sie können das Leben auch schwer machen. Das ist auch alles ganz okay. Aber manchmal braucht unser Kopf Ordnung, Klarheit und Ruhe. Ein Weg, um diese Ruhe zu finden, ist die Meditation. Wer regelmäßig meditiert, tut nicht nur seinem Kopf etwas Gutes. Die Meditation macht uns glücklich. Wir haben weniger Angst und Schmerzen und es hebt die Empathie. Meditation hat einen Langzeiteffekt. Man kann kein spontanes Glück bekommen. 16. Schenken. Schenken ist eine Glücksgarantie und das für beide Personen. Für die Person, die schenkt und für die Person, die ein Geschenk bekommt. Es muss kein Schmuck aus Gold sein, aber vielleicht ist der leckere Kuchen zu viel für meine Familie und ich bringe ihn meiner Nachbarin. Oder wir schenken einem anderen Menschen einfach unsere Zeit. So, das waren meine Tipps zum Thema Glück und mit dem Ende dieser Liste auch das Ende dieses Podcasts. Ich könnte an dieser Stelle noch sagen, was Menschen unglücklich macht, aber ich möchte mich lieber in diesem Audio auf die positive Seite konzentrieren. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Den Link für das Transkript gibt's unten in der Beschreibung. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wie immer freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ihr den Daumen hoch anklickt. Und nicht vergessen, macht jeden Tag ein bisschen Deutsch. Tschüss, eure Astrid.